Ja, hallo und dann herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015 und wieder mal dabei ist das Mucko. Servus! So, weiter geht's mit dem schönen Mais. Oh yeah! Ich mach mal deine Schneise weg. Nicht, dass man die hier an der Maschine zuerst ausklappen, hä? Was? Hä, wieso? Was? Ja, deiner ist eingeklappt. Hä, wieso ist denn der auf einmal... Hat er sich eingeklappt, hä? Das weiß ich doch nicht. Hast du gemacht? Ich weiß nicht. Nein, weiß nicht. Ach ja, wer soll es denn sonst sein? Du? Wieso ich? Ich hab doch meinen eigenen. Du warst, gäb's zu. Ach nein, ich war's nicht. Das ist doch schon wieder Mobbing, was du mit mir hier betreibst. Nein. Ist kein Mobbing. Na klar. Das ist definitiv Mobbing. Kann nicht sein. Oh doch, das kann sein, gerade bei dir, du. Ach ja. So, wunderfröhlich geht's so weiter am Mais ernten. Auf, dass wir wieder so eine gute Ernte bekommen. Hm. Beziehungsweise wieder viel Geld. Sag mal, den Kredit, hat man den schon zurückgezahlt? Nein. Noch nicht? Nein. Wird's mal Zeit, oder? Meinst du? Ja, wäre schon vorteilhaft. Okay. Denn das, was wir ja dann rausscheffeln, ist ja dann reines Plus. So, mehr geht nicht. Jetzt bin ich schon im Minus. Echt? Ja. Wie viel konntest du denn zurückzahlen? Ich habe einfach hier zurück. Frag mich jetzt nicht. Also so 150.000? Also fehlen noch 50.000. Ja, circa. Ich kann nochmal schauen. 45 fehlt noch. Ne, die 5 im Minus, ne, hatten, ja, 45. Ja, geht doch. Du hast da was vergessen. Was? Ja. Was hab ich denn vergessen? Du hast gerade was stehen lassen. Ja, du musst da gerade fahren jetzt. Oh. Ja, ich kann gar nicht gerade fahren, weil ich jetzt eins wegmachen muss. Ich glaube, bist du gerade gefahren, ich hab's da gesehen. Mhm. Da kann ich jetzt Overleben mal wieder wegmachen hier. Das stört doch ein bisschen manchmal. So, oder? So. Gemütlich Drescher fahren. Eigentlich jetzt Kaffee trinken Zeit in-game. Ja. 15 Vielleicht Uhr. Ein Stück Kuchen oder so. Hat du was? Hat du was? Nö, leider nicht. Warum nicht? Hab noch nicht mal Armbrot heute gegessen. Uiuiui. Ich krieg nichts runter. Weißt du? Weder Appetit auf. Doch, Appetit schon, aber Hunger nicht. Solange wie der Appetit noch da ist, geht's auch noch. Ja, aber halt kein Hunger. Und wenn du keinen Hunger hast, brauchst du ja nicht essen. Das ist mich auch mal hier noch durch. Danke. Muss doch schneller fahren. Ne, schneller ist er noch nicht. Also wenn ich das Maisgebiss hochmache. Ja, dann kannst du aber kein Mais mehr ernten, Roro. Ja. Weißt du? Ja, aber da, wo ich gerade hier hinfahre, ist kein Mais. Hier ist Mais. So. Schon geht's weiter, ja. Zack, alles weg. Da machen wir mal Außenperspektive an hier. Vor die ganze Zeit mit der Außenperspektive. Reicht da mehr? Ja, ich bin gerade mit Innenperspektive gefahren, aber bei dem Maisschneidewerk ist das blöd, weil da kannst. Also, du kannst ja nur bei dem gemotteten Schneidewerk da die Kameras anmachen. Aber auch nur bei, wenn du das Schneidewerk nimmst, was für Getreide und so ist. Siehst du, die Kameras habe ich gar nicht ausprobiert. Die sind echt hilfreich, aber irgendwie leckt das. Bringt das nichts. Irgendwie leckt das. Wem leckst du schon wieder rum? Keine Ahnung. Wer gewinnt? Ich. Du hast aber stehen Mais lassen. Übersehen, Roro. Das war ja deine Seite. Und bei mir leckt das übelst. Echt?
Ja, ja. Das hört doch wieder auf. Dann lass mich doch mal los. Du lässt mich doch nicht los. Na, wie soll ich denn hier? Ich geb doch nur Gas. Mähdrescher Derby. So, jetzt kann ich wieder fahren. Zwei Gras vorhin vergessen, ja. Was ist Gras? Das ist kein Gras, das ist Mais. Mais. Wie komme ich jetzt auf Gras? Das hast du vergessen, definitiv. Keine ja, Ahnung. Ich, ja, ich weiß, was du schon wieder gerocht hast. So, auf, schnell zum nächsten. Kein Zeitverschreuen, Verstreuen. Auch. So, das auch gleich weg in der Mitte. Da di da di da do. Ach ja, nur zur Info, Leute. Heute nebenbei keine Chat-Vorlesung oder so, weil heute mal kein Livestream nebenbei. Genau. Aber jetzt, wo das so langsam kühler wird, stellt sich bei mir auch so langsam so die Teezeit ein. Die Teezeit? Trinkt man öfters halt Tee. Irgendwie immer nur in der Winterzeit bei mir. Bekomme ich immer richtig Bock auf Tee. Und was für ein Tee? So unterschiedlich. Ich trinke echt von meinem Leben gern Pfefferminztee. Das, was du aber jetzt grünen willst. Tee trinke ich auch übelst gerne. Grünen Tee? Der ist lecker. Natürlich mit Zucker drin, sonst schmeckt der auch nie so. Aber Tee, also grüner Tee, echt saulecker. Wenn du da ein bisschen Zucker mit rein tust. Junge, 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 der schlendert der rum hier. Ich muss mich jetzt erstmal entleeren. Bist du voll oder was? So ein bisschen. Ja, ich bin auch also fast voll. Also bei 96%. Ich bin jetzt Teil 87. So alt bist du schon? Ja. Kannst du mal sehen. Siehst älter aus. Ach. Das kann nicht sein. So, das auch noch gleich weg. Ja, 97%, naja. Und voll. So, mit Vollgas. Ja. Vollgas. Welches Feld machst du erst gerade? Ach, 21. Ja, da ist nicht viel. Ich bin hier gerade noch 35. Ist da noch viel zu machen? Ja. Da fräse ich mich zu dir durch. Muss mir erstmal entleeren. Ich weiß ja, es muss ja auch bald voll sein, ne? Der Anhänger. Also die ganzen Anhänger. Ja, es geht. Also, ich war glaube am dritten oder vierten Hänger erst. Da ging auf jeden Fall noch was rein. Ich bin ja gerade den letzten. Ist ja eigentlich überall schon was drin. Müssen wir ja, da mal gucken. Überall. So. Drehen wir halt mal kurz einen Kreis hier. Du kommst ja nie an, wenn du den Kreis fährst. Meinst du? Ja. Warum gibt es dann das Auto Kreisler? Die kommt doch auch immer überall an. Die Automarke Chrysler kennst du? Ja. Ja? Die kommt doch auch überall an, da ist das Wort Kreis drin. Ja, fragst du doch mal, wie sie das machen. Meinst du, extra mal den Autohersteller da mal anschreiben? Nö, ja. Fragen ist doch keine klare, ne? Das wäre eigentlich mal eine Idee, du. Ja, ja.
Danach kommt das Auto mit den viereckigen Rädern und ich habe eine Schliebjacke, oder? Ja, so ungefähr. Obwohl, man sollte vielleicht nicht unbedingt seine echte Adresse angeben, oder? Ja, kommt auf an, ob's die Jacke haben willst oder nicht, ne? Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Die ist immer so enge. Ach so. Ja, vielleicht gibst du die mal in deine Größe. Ich hab zu breite Schultern. Oder musst du mal vorher anrufen. Habt ihr nicht eine, die mir passt? Genau. Wenn er schon herkommt. Ich glaube, dann kommen die erst recht, wenn du dort anrufst. Ja, da brauchen die uns nicht zu machen. Ist da auch was, oder? Naja, ich glaube, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters, oder? Naja. Ja, ob sie so oder so da reinkommst, ist doch egal. Ja, aber passen sollte die Jacke schon, wenn sie dir schon anziehen. Ja, hast du auch recht. Das Doof ist, du kannst nie gucken, ob die Ärmel lang genug sind. Nee. Oder ob sie zu kurz sind. Ja. Dann bist du da festgebunden. Ja. Auch doof? Das ist dann auch doof. Was bestimmt lustig ist, ist so eine Gummizelle. Kannst bestimmt gegen eine Wende hoppen. Boing, 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 boing. Oder sieht das vielleicht nur so lustig in meiner Vorstellung aus? Ja. Dass du so wie so Flummi rumhüpst. So stell ich mir irgendwie eine Gummizelle vor. Ja, das ist nur weiche Polster. Ich denke mal, so mehr hupen wirst du da nicht. Ja, aber witzig. Irgendwie stelle ich mir das immer wie so Flummi vor, weißt du? Wenn du da drin bist, heißt du boing, 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 boing. Hörst dann aus der Zelle, ach ja. Ach ja, ganz Zeit hier auf dem Feld hier. Ist bei dir auf dem Feld auch noch viel, oder? Nö. Nicht mal viel. So gut wie gar nichts. Bin ja auch schon mit der Arbeit voll hier. Aber bist du auch noch nicht ganz fertig bei dir? Nee. Ich komme auch gleich zu dir gefahren. Weil das hier ist ja gleich weg, dann können wir dann gleich das hintere Feld überspringen. Bin erst bei 64%. Das geht. Ja, ich denke mal, die ganzen Anhänger sind auch bald alle voll. Und da muss ich. Stopp! Meine Güte, hat der einen langen Bremsweg? Ja. Hatte der jetzt einen langen Bremsweg? Oh, wow. Es geht auf einmal abrupt, ne? Das ist Wahnsinn. Zumal, also wenn du voll bist, wird er ja nochmal schneller, ne? Ja, gerade bergab noch. Weil er automatisch das Mähwerk hebt. Und dann noch und bergab. Ja. Das ist ja doppelt so schlimm. Und dann noch voll beladen? Hast du auch gleich fertig. Ja, ein bisschen ist auch da. So, ich bin jetzt bei 65%. Hier sieht man, wo du reingefahren bist. Ich hab schon voll gebremst, ne? Ja, geht mir manchmal so. So. Ach nee, ich dachte, ich bin ja schon leer, aber nee, Hänger voll. Hier passt noch was rein. Der ist auch voll, okay. Jetzt bleibe ich hängen. So, ab zum nächsten Hänger. Der ist auch schon voll, okay. Der hier. Da hier passt noch was rein. So. Gleich bin ich voll.
Ich bin leer. So, na ja, da haben wir gleich das Feld auch gleich fertig. Da haben wir gleich alle Maisfelder fast. Der 18 noch, oder? Da hinten. Ja, ganz hinten noch, ne? Ja. Das werden wir erst in der nächsten Folge schaffen, da hinten. Oh, ja. Wir sind ja schon mal am Folgenende. Ja. Hey, schnell, hey. Ne? Ja, die Zeit rennt manchmal. Manchmal ist es richtig schlimm. Schaffst du das noch? Das ist meiste. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Wir sind bei 96, 97. 98. Dass er auf eine Reihe bleibt stehen. Ja. Na gut, eine Reihe noch nicht immer. Ups. Ich hatte es doch schon an. Na, hier stehen noch ein paar vereinzelte Gräslein. Hä? Hinter mir habe ich verstehen lassen. Was? Ja, aber vor dir waren auch noch ein paar Gräslein und hier ist auch noch ein einzelnes. Ja, ein einzelnes nur, ja, das ist nur. Oh, du sollst abmoderieren, sonst ist wieder eine Überlänge. Ja, das stimmt. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder schreibt etwas in die Kommentare oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wird uns freuen. Das war's dann wieder für heute. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.